Wie brisant, wie gefährlich die internationale Sicherheitslage ist, konnten wir erkennen beim Raketeneinschlag in Polen. Mein Gast bei mir war vor anderthalb Jahren schon mal bei mir, Professor Karl Schlögl, einer der renommiertesten Osteuropa-Experten. Das, was wir jetzt beobachten, ist eine unglaubliche Sensibilität. Aber wir haben auch eine Beobachtung, die vielleicht eine Wende anzeigt. Wie beurteilen Sie die Situation nach der Rückeroberung von Cherson? Wenn man die Bilder gesehen hat von Cherson, dann bedeutet es, dass die Bevölkerung unglaublich glücklich war, dass die Russen weg mussten und dass die ukrainischen Truppen in die Stadt gekommen sind, dass die Chersoner vielleicht wieder zurück können. Und das ist ein großartiger Sieg, an den man so schnell eigentlich gar nicht glauben konnte. Und es zeigt, wie stark eigentlich die Ukraine ist. Wir wollen ja auch über die Ukraine noch einmal sprechen unter dem Aspekt, dass Sie gesagt haben, ich muss mir immer ein Bild vor Ort machen. Sie sind in der Ukraine unzählige Male gewesen. Sie kennen die Ukraine sehr gut. Dieses, ich will mir ein Bild machen, was ist das im Augenblick für ein Bild bei Ihnen? Das Bild ist ungeheuerlich, das Städte, die man kennt, Plätze, die man kennt, Straßen, Parks, Denkmäler, dass sie gebombt werden. Und zwar in einer Weise, dass die Städte aussehen, wie sie nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen haben. Man kann das Zentrum von Charkiw heute kaum wiedererkennen. Mariupol, jeder weiß das, diese Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Theater sind zerstört worden, Museen, sogar Städte, die ganz weit weg von der Front sind. Lemberg wird von Raketen getroffen. Aber es ist eigentlich nicht nur das Raketeneinschlagen, sondern dass die Lebensgrundlage dieser Städte zerstört wird. Und was bedeutet es eigentlich, wenn man die Energieversorgung einer Millionenstadt, einer Stadt, die fast so groß ist wie Berlin von der Bevölkerung her, dass sie nicht mehr mit Strom, mit Wasser, mit Licht versorgt werden kann. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass diese Stadt unlebbar wird, dass man raus muss. Und das ist die Vernichtung der Lebensgrundlage einer Stadt. Sie haben einen Brief mit unterschrieben, der Ukraine helfen, diesen Krisenwinter zu überstehen. Da haben mehr als 70 Osteuropa-Forscher, Wissenschaftler, Schriftsteller unterschrieben. Das ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was wir am Anfang von einigen Intellektuellen gelesen haben in Deutschland. Es gibt immer noch diesen Konflikt zwischen denen, die sagen, wir müssen etwa bei den Waffenlieferungen konsequent sein und müssen das liefern, was notwendig ist, damit sich die Ukraine verteidigen kann, und denen, die sagen, wir müssen sofort in Verhandlungen eintreten. Da hat sich ein bisschen was verändert. Auch der ein oder andere ist überrascht über das, was die Ukraine geschafft hat. Ja, es sind ja unglaubliche Dinge passiert. Es ist inzwischen ein voll entfalteter Krieg mit der Zerstörung von Städten, der Infrastruktur, der Erzeugung einer Hungersnot, einer Fluchtbewegung. Ja, 14 Millionen Menschen sind vertrieben worden im Land und jenseits der Grenzen. Und wer nicht kapiert, dass das ein voll entfalteter Krieg ist, und der glaubt, es sei immer noch nicht klar, wer Angreifer, wer Verteidiger, wer Krieg führt und wer Widerstand leistet, wer das nicht kapiert hat, der muss sehr weit von der Wirklichkeit weg sein. Und jetzt geht es einfach darum, jeder kann sich sehr vorstellen, wenn der Winter kommt, selbst in unseren Breitengraden, es wird sehr kalt. Was bedeutet es für eine Großstadt, dass es dunkel wird? Man kann jetzt die Bilder ja schon sehen, dass es kalt wird. Wie halten Städte, wie halten die Bewohner dieser Städte das aus? Und eigentlich ist es eine ganz elementare Einsicht. Die Ukraine braucht Unterstützung, um über diesen Winter zu kommen. Und sie braucht vor allem Waffen, um den Himmel zu schließen, aus dem die Drohnen, aus dem die Raketen kommen. Und das ist so elementar und klar. Und also es gibt so etwas wie Nachhilfeunterricht in den letzten Monaten.
zu verstehen, dass ein Krieg mitten in Europa stattfindet, zu dem man sich verhalten muss. Und das heißt auch, dass bestimmte Vorstellungen und Illusionen, dass man die hinter sich lassen muss und sich entscheiden muss. Aber es wird ja immer wieder gesagt, eigentlich sind die Bemühungen des Westens nicht ausreichend, um mit Putin ins Gespräch zu kommen und möglicherweise auch zu einem Waffenstillstand zu kommen. Also es gab ja Vorschläge ganz am Anfang. Selenskyj hat einen Vorschlag gemacht zu Gesprächen. Sie sind kategorisch zurückgewiesen worden. Und bis heute, bis auf den heutigen Tag, gibt es die Forderung nach Kapitulation. Es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dass Putin darauf verzichtet, die Ukraine in die Knie zu zwingen. Und wie soll eine Verhandlung stattfinden, wenn die Städte gebombt werden, wenn Hungersnöte ausgelöst werden, übrigens nicht nur in der Ukraine, sondern auch weltweit. Wie soll man mit einem solchen Partner überhaupt verhandeln? Selenskyj hat auf der Konferenz auf Bali ja gesprochen. Putin ist gar nicht gekommen. Das zeigt auch, dass er im Grunde feige ist, seine Position der Aggression und seine völkermörderische Politik zu vertreten. Er hat Lavrov geschickt, der sich immerhin noch herausgenommen hat, auf dem Balkon in Bermuda-Shorts aufzutreten. Was ist das für ein Zeichen, dass Lavrov, der Außenminister Russlands, sich in einer derartigen Montur zeigt, mit iPhone in der Hand, mit westlichen Attributen? Ich glaube, dass es ziemlich gut zeigt, dass diese politische Kultur der Putin-Führung heute einfach darauf pfeift, überhaupt noch die elementarsten Regeln, auch im diplomatischen Verkehr, die elementaren Regeln des Anstands und die Einhaltung der Form zu bewahren. Es ist eine Demonstration. Es ist uns egal, was ihr über uns denkt. Wir machen das, was wir für richtig halten. Und das kann man auf allen Ebenen beobachten. Es gibt eine Verwahrlosung der Sprache. Es gibt eine Verwahrlosung und Zerstörung der diplomatischen Formen, die es ja immer gegeben hat und die es auch in sowjetischer Zeit gegeben hat. Also jemand wie Gromyko, und er kommt ja aus dieser Schule, die haben bestimmte Formen bewahrt. Und die Zerstörung der Formen, der sprachlichen Formen, der diplomatischen Formen, das Überschreiten der Grenzen, das gehört sozusagen zum Politikstil dieses neoimperialistischen Russland. Es ist eine Lavrov auf dem Balkon des Hotels auf Bali, das ist eine Demonstration. Wir machen, was wir wollen. Können Sie das eigentlich noch? Denn wir haben ja jetzt erlebt, dass die Europäische Union, die NATO, die europäischen Länder, die USA in einer ganz bemerkenswerten Weise zusammenstehen. Und das wird nicht nur des Krieges, der Verteidigung wegen getan, sondern auch deswegen, weil man deutlich machen will, wir verteidigen auch die westliche Demokratie, das demokratische und liberale Gesellschaftsmodell. Ist das eigentlich auch das Ziel, die Zerstörung dieser Idee durch Putin? Naja, die Putin-Leute sagen ja immer, dass es ja nicht nur um die Ukraine geht, sondern es ist der Kampf gegen den kollektiven, den globalen Westen. Das ist eine Kampfansage an uns, das ist eine Kampfansage an Europa, an die Europäische Union, an die transatlantische Gemeinschaft. Das ist vollständig klar. Und er spielt sich ja auf, aber er hat es nicht gewagt, in Bali aufzutreten, sozusagen der Wortführer all derer zu sein, die Rache nehmen am globalen Westen und an der Globalisierung und so weiter. Wie kommt das denn bei den Russen an? Kann er damit verfangen im Gefühl der Russen, die sich vielleicht auch zu großen Teilen in ein Reich zurücksehen, was eine große Weltmacht ist, was auf der ganz großen Bühne mitspielt? Die Russen leben seit Jahren und zunehmend und besonders in den letzten Jahren und in der Zeit dieser offensiven Kriegsführung unter einem Schirm der staatlichen Propaganda, einer permanenten Bearbeitung der Bevölkerung, denen eingeredet wird,
dass Russland einen Krieg in der Ukraine führt gegen Nazis und dass das eigentlich ein Selbstverteidigungskrieg ist. Unter diesem damit wird die Bevölkerung bearbeitet. Und die meisten Leute, insbesondere die ältere Generation, guckt diese Fernsehnachrichten und guckt die Fernsehshows. Und wir machen uns gar keine Vorstellung, was dort im Fernsehen abläuft. Das sind nicht nur die Nachrichten, die bizarr und grotesk sind, sondern es ist eine unentwegte Bearbeitung in Talkshows, in denen nebenher einfach so davon gesprochen wird, dass man durchaus Nuklearwaffen einsetzen kann. Also sozusagen ein Ton angeschlagen wird, dass eine Kriegsdrohung besteht und dass Russland angegriffen wird. Und diese Vorstellung, dass Russland sich verteidigen muss, obwohl es in Wahrheit ein Angriffskrieg geführt hat, das soll sozusagen den Konsens innerhalb der Gesellschaft. Aber funktioniert das, nachdem junge Menschen eingezogen werden, an der Front sterben in der Ukraine, die Familien zunächst ja mal mit großen Geldbeträgen ruhiggestellt werden sollten, aber doch in der Bevölkerung schon sehr, sehr viel von dem Krieg ankommt? Wir haben ja am Anfang erlebt, im Februar, im März, im April, dass der Krieg irgendwo ganz, ganz weit stattfand, dass man also im großen russischen Reich eigentlich davon wenig merkte. Aber das ist ja da angekommen inzwischen. Es ist angekommen, aber eine Gesellschaft ist so, wie soll ich sagen, träge. Das Land ist so riesig, bis dort eine Nachricht ankommt und einen wirklich trifft. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist ja interessant, dass es zunächst dort angekommen ist, wo an der Peripherie, also gar nicht in den Hauptstädten, die ja in gewisser Weise privilegiert sind, sondern an der Peripherie, das war in Jakutien, das war in Dagestan, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind und sagten, wir wollen nicht, dass unsere Männer, unsere Freunde, dass sie den Krieg, die sind auf die Straße gegangen. Und es hat Einzelne, aber immerhin Tausende gegeben, die auf die Straße gegangen sind mit einem Plakat oder sozusagen mit einer Aussage jedenfalls. Sie sind in gezielten chirurgischen Operationen sozusagen aus dem Verkehr gezogen worden, abgeurteilt und so weiter. Und die Regierung denkt offensichtlich immer noch, dass sie diese Situation kontrollieren kann. Aber sie war zum Beispiel nicht darauf gefasst. Und ich muss sagen, ich habe das vor 4 Wochen auch nicht mir vorstellen können, dass 300.000 bis 400.000 Menschen, Männer im arbeitsfähigen Alter über die Grenze gehen, ja, in kilometerlangen Staus, Finnland, Georgien, Mongolei. 100.000 Menschen sind mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike zu Fuß dorthin gewandert. Und ich meine, sie sind, das war keine Widerstandsaktion, aber es war, wir tragen diesen Krieg nicht mit. Ja? Russland verliert ja eigentlich das, was Putin immer erreichen wollte. Putin wollte wieder das große, starke Sowjetreich zurück mit auch einer wirtschaftlichen und technologischen Bedeutung in der Welt. Das Gegenteil passiert jetzt. Die Intelligenzia geht aus Russland raus. Vor allen Dingen auch die jungen Menschen gehen nach Israel, in die Türkei, wo auch immer hin, weil sie da auch eine Zukunft sehen. Gleichzeitig geht die wirtschaftliche Situation, um es mal vorsichtig zu sagen, den Bach runter in Russland. Er erreicht genau das Gegenteil. Wie stark ist er denn jetzt in einer Zwangssituation? Ja, dieser Braindrain, der geht ja schon seit vielen Jahren. Also wo sozusagen die Gebildeten, die Tatendurstigen, die aktiven Leute außer Landes getrieben werden. Ein ungeheurer Verlust an sozusagen Humankapital und Modernisierungspotenz. Putin hat überhaupt kein Interesse, das muss man jetzt einfach so sagen, dass dieses Russland ein modernes Russland wird.
ihm genügt es, wenn er seine Rohstoffe, Öl, Gas, jetzt auch Getreide, verkaufen kann und sozusagen er profitiert von diesen Exporten. Aber ein modernes Russland mit selbstständigen Leuten, selbstständig denkenden Leuten, die sich um das Land kümmern, das interessiert ihn überhaupt Aber das nicht. Geht doch wirtschaftlich schief, denn wir erleben es ja gerade bei der Energiekrise, die wir erleben. Wir versuchen jetzt sehr schnell, das klappt mal besser, mal weniger, alternative Energien stärker auszubauen, uns zu diversifizieren, so wie die Europäische Union das will. Das heißt, verschiedene Anbieter von Energie auszuwählen und nicht mehr auf die Pipeline zu vertrauen. Und damit geht doch die Zukunft eigentlich einer reinen Energieverkaufsaktion aus Russland dem Ende entgegen. Ja, das sehen auch alle denkenden Leute. Aber diese Clique, sie braucht ein modernes Land nicht. Sie braucht nicht mal ein Volk, das muss man sich vorstellen. Es ist ihr gleichgültig, ob Hunderttausende und inzwischen sind es Millionen, die außer Landes gehen. Und es ist offensichtlich, der Machterhalt, der Kampf um den Machterhalt, ist dieser Figur wichtiger als das Schicksal Russlands. Aber wie lange kann er das durchhalten? Er ist ja jetzt immer stärker unter Druck. Oder sitzt da jemand im Kreml, der das alles um ihn herum nicht mehr mitbekommt? Nein, natürlich gibt es diesen Druck. Aber der Druck wird zunächst mal und in erster Linie vom Widerstand der Ukraine ausgeübt. Darauf war er nicht gefasst. Das hat er nicht kapiert, weil er nicht versteht, was ein unabhängiges, freies Land ist. Er glaubte wirklich, in wenigen Tagen die Kiew zu besetzen, die Führung zu köpfen und das Land fertig zu machen. Das ist missglückt. Und es ist ihm wieder missglückt in Charkiw, es ist ihm in den Kämpfen im Donbass und jetzt wieder in Cherson. Darauf war er nicht gefasst und das zeigt, und dass er trotzdem seinen Kurs fortführt, ja, also die jüngsten schweren Bombardements, die schwersten seit Oktober, die zeigen, dass er weitermachen will und offensichtlich bereit ist, auch Russland mit in den Abgrund zu ziehen. Aber wir fragen uns ja immer, wie lange kann er das denn durchhalten? Sie sind nun kein Militärstratege. Auch da könnte man ja fragen, wie lange ist das militärisch durchzuhalten? Aber wie lange ist das im Land durchzuhalten mit den Russen? Ja, ich bin kein Militärexperte, aber auch die Militärexperten waren verblüfft und mussten sich belehren lassen, dass diese große russische Armee einfach in verschiedener Hinsicht ein Haufen ist, der nicht funktioniert. Man hat Zerstörungskraft, indem man Raketen, Drohnen und so weiter loslässt. Zerstörung. Aber einen Krieg zu führen, ist diese Armee offensichtlich nicht besonders in der Lage. Sie laufen auseinander, sie können nicht versorgt werden. Die Familien müssen ihnen Rucksäcke und Schlafsäcke mit auf den Weg gehen. Und das kann man übrigens merken. Es gibt Familien, vor allem im grenznahen Gebiet, im Bielgorod oder im Rostov-Gebiet, die fordern, dass ihre Söhne nicht an die Front geschickt werden, weil sie nicht einmal die minimalste Ausrüstung haben. Und dieser Krieg ist auch ein Lehrstück darüber, dass man große Mächte auch überschätzen kann. Und dass diese Armee schwächer ist, als man gedacht hat, was nichts von ihrer Gefahr nimmt, weil natürlich diese Führung dann zu anderen Mitteln greift. Sprich Bombardements und die Nukleardrohung, die auch funktioniert. Über die Nukleardrohung möchte ich noch mal sprechen mit Ihnen, aber zunächst noch mal die Frage, hat er damit auch den Willen des Westens falsch eingeschätzt, der Ukraine zu liefern, was die Ukraine braucht? Denn wir haben ja jetzt den Eindruck, die Ukraine bekommt, was sie braucht. Und das heißt ja nicht nur die Waffen, sondern auch sehr viele Geheimdienstinformationen. Die Aufklärung funktioniert angeblich ja sehr, sehr gut. Nicht zuletzt durch sehr, sehr gute Aufklärung der Amerikaner. Das ist wahr. Natürlich, ohne diese Waffen wäre der Widerstand nicht möglich gewesen. Aber das Erste ist doch, dass es eine Armee ist, die nicht einfach eine Armee ist, sondern die getragen ist von der einhelligen Meinung und Bereitschaft der Ukrainer, das eigene Land zu verteidigen.
Und in der Bundesrepublik gab es ja mal diesen Spruch von den Bürgern in Uniform. Ja? Man muss sagen, dass eigentlich diese Armee und die freiwilligen Bewegungen, die diese Armee trägt, und das Hinterland, wo Krankenschwestern, Hochschullehrer und was weiß ich, Theaterleute hinter dieser Armee stehen oder sogar in diese Armee gehen. Ja? Und es gibt auch Opfer, ja? Konzertdirigenten, Theaterleute, ein Tänzer, ein berühmter Tänzer, der mit an die Front gegangen ist. Hinter dieser Armee steht die Bevölkerung der Ukraine. Ja? Das ist ihre Stärke. Und deswegen jemand wie Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, und natürlich Selenskyj, der immer wieder sagt, ihr werdet uns nicht in die Knie zwingen. Das ist so. Aber sie brauchen Waffen, um den Himmel zu schließen gegen diesen Regen von Bomben, Drohnen und Zerstörung. Die Eskalationsstufe, die wir seit einigen Wochen hören, heißt atomare Drohung. Und wir alle fragen uns, wie realistisch, wie gefährlich ist die wirklich? Die Drohung hat ja funktioniert, in dem Sinne, dass überhaupt wir uns mit dieser Frage beschäftigen, was das bedeutet und was in dem Kopf von Putin und seinem Zirkel losgeht. Also die Drohung, die Eskalationsdrohung hat ja funktioniert. Man überlegt, darf man jetzt Waffen liefern? Ist das nicht eine Provokation? Dazu muss man sagen, Putin braucht keine Provokationen. Er braucht keine Anlässe. Er schafft diese Anlässe. Und deswegen kann man nur sagen, es hat etwas mit der Unterstützung der Verteidigung der Ukraine und auch der Europäer zu tun und hat nichts, wie manche Leute glauben, etwas mit Bellizismus zu tun. Die Ukraine wünscht nichts sehnlicher, und ich glaube auch diejenigen, die sie unterstützen, als den Frieden. Ja? Aber nicht den Frieden auf Knien und den Frieden, der mit einem Preis verbunden ist, den niemand und wahrscheinlich auch wir nicht bereit sind zu zahlen. Und was dieser Preis ist, das kann man ablesen an den Zerstörungen, an der Zerstörung der Lebensgrundlagen eines Staates. Ich kann es nicht anders formulieren. Und die Probe wird in diesem Winter sein. Gucken wir mal auf Deutschland. Da gibt es große Meinungsunterschiede über diesen Krieg. Da wird sogar in einigen Zirkeln darüber gesprochen, das sei ja eigentlich ein von den USA provozierter Krieg. Warum sind die Deutschen zu Teilen so kritisch der Verteidigung der Ukraine gegenüber? Es gibt ja auch sehr starke regionale Unterschiede, etwa in Ostdeutschland, wo die Ablehnung dieses Krieges vor allen Dingen eine Ablehnung auch der Amerikaner ist. Ja, also generell, glaube ich, kann man sagen, dass viele Leute, die so denken, einfach keine Ahnung haben, was eigentlich dort los ist und was die Ukraine ist. Die meisten Leute in Deutschland haben ja die Ukraine überhaupt erst wahrgenommen, nachdem sie Kriegsschauplatz geworden ist. Ansonsten im Horizont, sogar von gebildeten Leuten, hat man auf Russland gestarrt, war der ganze Raum besetzt von Russland. Sie haben mal vom Russland-Kitsch gesprochen. Ja, ich meine das auch ernst. Russland-Kitsch heißt, dass man diese Erinnerung beschwört, dass man über die Kultur redet. Aber das, was passiert, dass es einen Krieg gibt, dass man das ausblendet. Und dass man vor allem auch, wenn man schon von Schuld der Deutschen spricht, diese Schuld nie bezieht auf die Ukraine, auf Belarus, die eigentlich der Hauptschauplatz der deutschen Verbrechen gewesen sind, sondern nur auf Russland. Und dieses, also erstens, die Leute wissen meistens oder wussten lange nicht, was das überhaupt ist, die Ukraine, immer das größte europäische Land. Und es hat zunächst mit CIA und Amerika gar nichts zu tun. Die Ukrainer haben seit ihrer Unabhängigkeit, seit der Orangenen Revolution, seit der Krim, seit dem Maidan,
Sie haben für ihr Land, für eine freie Gesellschaft gekämpft. Und das ist keine Inszenierung von irgendjemand von außen. Das ist die Entscheidung des ukrainischen Volkes. Und was die Ost-West-Differenz angeht, also mir kommt es so vor, von den ersten Demonstrationen von Pegida in Dresden und so weiter, wo an Putin appelliert wurde. Putin wird dort verstanden gewissermaßen als der große Rächer, also der es den Amerikanern, dem Westen zeigt und der sozusagen derjenige ist, der Einspruch erhebt und Widerstand leistet gegen eine, wie Sie glauben, eine missglückte oder ungerechte Wiedervereinigung. Also er ist sozusagen die Symbolfigur, die aufgefahren wird, um es dem Westen zu zeigen. Und das hat mit Ukraine-Kenntnis oder Russland-Kenntnis oder einem spezifischen und intimen Verhältnis zu Russland nicht viel zu tun. Wir haben am Anfang gesprochen über Cherson und die Frage, ob das ein Wendepunkt in dem Krieg ist. Eine, sagen wir mal, diplomatische, politische Wende könnte sich ja bei G20 angedeutet haben. China und Indien, die beiden haben eigentlich immer relativ deutlich in den Anfangszeiten hinter Russland gestanden. Da ist eine kleine gewisse Distanz entstanden, nicht zuletzt durch den Hinweis darauf, man müsse jede Art von Atomdrohung vermeiden. Gibt es da einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass vielleicht Russland so isoliert am Ende ist, dass man von russischer Seite aus keine große Unterstützung mehr bekommt? Das ist wahr. Das ist ein bedeutendes Signal, dass sozusagen ein großes Einverständnis darüber besteht, dass diese Atomdrohungen verwerflich zu ächten sind und dass Russland da auf einem falschen Trip ist, ja, auf einem gefährlichen Trip. Aber ich möchte sagen, das Spiel ist nicht zu Ende. Diese Isolation ist nicht abgeschlossen und komplett. Seine große Hoffnung ist doch, dass der Westen oder Europa unter dem Druck, unter dem Stress dessen, was auf uns zukommt, sprich Energiekrise, Preissteigerung, Inflationsgefahr, eine allgemeine Angst, dass man das bedient und damit spielt. Und es wird Wahlen geben, es gibt ein Spiel mit den sozusagen den Widersprüchen, die natürlich in der Europäischen Union auftreten, die auftreten in Amerika. Es gibt überall gespaltene Gesellschaften und die Hoffnung war natürlich auch, dass die Wahlen in die Midterm-Wahlen anders ausgehen, als sie ausgegangen sind. Nein, das Spiel geht weiter und wir müssen uns darauf gefasst machen, dass der Druck, der Einsatz, die Mobilisierung auch, ja, ich meine, in Deutschland gibt es ja Parteien, die putinistisch orientiert sind, ja, also Frau Wagenknecht bis hin zu der Alternative für Deutschland. Sie sind ja sozusagen für ein Modus vivendi mit dem Putin-Regime und erklären und verteidigen seine Politik. Also das Spiel ist nicht zu Ende. Wir müssen, ich glaube, wachsam sein und auf alles gefasst sein. Und auch der Krieg dort wird weitergehen und die einzige Möglichkeit, ihn abzukürzen, ist der russischen Armee Niederlagen beizufügen und sie aus dem Land zu treiben. Wir hoffen auf eine Lösung und eine Lösung, die nicht allzu fern in der Zukunft liegt. Ganz herzlichen Dank für die Situationsschilderung und Analyse von Ihnen. Dankeschön. Danke.